Guten Morgen. Ja, was soll ich sagen? Kritisch. Gestern oder vorgestern, je nachdem, wann Kanada rauskam, haben wir die beste Saisonplatzierung erreicht bisher, Platz 11. Wir hatten natürlich ein kleines Problem. Das war der Motor. Der ist nämlich ziemlich, ja, angeschlagen gewesen und das hat uns halt immer so ein bisschen Pace gekostet. Was für uns im Endeffekt bedeutet, wir nehmen einen neuen. So, das heißt, wir können einige Sachen schon mal austauschen, die ein bisschen überhitzt sind. Ja, das bleibt, das kann alles ausgetauscht werden, Getriebe kann auch bleiben. Das bleibt so oder so. Sponsor bleibt, Verträge, ja gut. Gang Yuzhou hat jetzt einen Marktwert von 1,5 Millionen. Was eine Maschine. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind und auf diesen Markt gucken, übrigens, er hat genauso viel Marktwert wie Nikita Mazepin. Und sogar, er ist sogar jetzt. Ach komm. Sogar besser als Yuki Tsunoda. Krasse Scheiße. Schumacher 2,25. Ja, egal, worauf ich hinaus wollte, ist, wenn wir jetzt vergleichen würden, was wir jetzt auch gerne mal machen können. Ja, hier sehen wir einen kleinen einen Unterschied zwischen dem Grundgehalt. 1,8 zu 800.000, das ist knapp die Hälfte weniger. Knapp. Ja, knapp die Hälfte, das stimmt schon. Und ich glaube, sollte Tag X kommen, werden wir dann in der zweiten Saisonhälfte die Fahrer tauschen, einfach weil es halt billiger ist. Obwohl Gang Mucho einen schönen Job gemacht hat. Oder wir tauschen Chinesen für Japaner. Könnte man natürlich auch machen, aber ich weiß nicht. Ja, Christian Lundgaard, Icon, Callum Elliott, Dan Ticktum. Der ist übrigens rausgeschmissen worden von Williams. Idiot Marcus Armstrong, Alesi, Duravala, Piquet, Makelov, Lediras, Samaya, Sato und so weiter und so fort. Ja, auf jeden Fall ist es sehr interessant. Für die Rückrunde, wie gesagt, würde ich schon mal sagen, Robert Schwarzman ist auf meiner Liste. Und dann für das Saisonende müssen wir mal gucken, welchen Fahrer wir uns dann gönnen. George Russell. Nein, vielleicht ein Free Agent wie Felipe Massa. Und wäre wahrscheinlich richtig stark für die Entwicklung des Teams. Allerdings ist das ja vielleicht ein bisschen vage mit Realismus und so. Naja, mal gucken. Auf jeden Fall eines Tages Nico Rosberg oder Jenson Button, das wäre schon ein Traum. Das wäre schon so ein kleiner Traum von mir. Naja, egal. Wir haben das Geld und wir haben die Entwicklungspunkte und die müssen wir natürlich auch irgendwie verwenden. Schwierig, wenn die Abteilung ausgelastet ist, verstehe ich. 2,2 Millionen brauchen wir. Das ist bitter. Das ist bitter. Gut, können wir denn hier irgendwie noch was machen? Ich glaube eher nicht, ne? Ne, ist ausgelastet. Gut. Empfohlenes Upgrade. Ja, könnte man machen. Will ich aber nicht. Wir hauen alles in den Motor rein. Zwei Upgrades in den Motor. Ist vielleicht jetzt nicht so das Cleverste. Und hey, Alfa Romeo hat uns eingeholt. Ach du Scheiße. Ja, kritisch, kritisch. Naja, die Punkte laufen uns nur davon. Lässt sich aber leider nicht ändern. Müssen wir halt. Wohl oder übel mit Leben. Die neuen Teile wurden ohne Probleme fertiggestellt. Beim nächsten Rennwochenende werden sie eingebaut sein. Was sollen wir bei dieser Angelegenheit machen? Ja, das ist natürlich jetzt scheiße. Ne? Problem ist, die Moral im Chassisbereich ist schon scheiße und die in der Aerodynamik ist hoch. Knallen wir die jetzt in die Aerodynamik? Danke. Wir Solche knallen es wieder Entscheidungen ins können manchmal Chassis, weil es schwierig ist sein. schon Aber ich scheiße. glaube, das war die richtige. Schlechter kann es gefühlt nicht werden.
Ja, und jetzt nochmal die Moral dort runterhauen, wäre scheiße gewesen und uns fehlt 400.000. Ach, das ist jetzt sehr belastend. Scheiße. Ha, so knapp. So knapp vor mehr Geld. Gut, aber wir könnten ja theoretisch trotzdem das Update in der Chassis-Abteilung jetzt bringen. Ja, könnten wir. Ja. Wir nehmen die Motorumverteilung. Und wenn wir das Update haben. Ach, Kacke. Erst nach Österreich und vor Ungarn fertig. Und ich gebe Brief und Siegel, dass das aufgrund der Moral scheitern wird. Wäre aber verdammt. Wäre verdammt nützlich. Okay. Gut. Ich gehe jetzt nach Frankreich und wir sehen uns dann im Qualifier wieder. Bis gleich. So. Es wird Zeit fürs Qualifying. Wollen wir doch mal gucken. Das Training war sehr viel von Regen geprägt. Wir konnten 600 Entwicklungspunkte gut machen. Das ist, glaube ich, auch so ein kleiner Rekord, den wir zu verzeichnen haben. Aber trotzdem wird das Training jetzt, das Training, das Qualifying jetzt wichtig werden, um uns hoffentlich in eine gute Ausgangslage zu bringen. So, wir fahren jetzt in die letzte Kurve ein. Bisschen holprig. Ja, 1, komm, 1, 3, ja, okay, halbe Sekunde hinter dem Führenden. Und P13. Q2, mein Lieben. Bis gleich. So, dann wollen wir doch mal gucken, wie für uns endet. Gut raus beschleunigt. Kommen wir unter 1,30? Ne, leider nicht, aber knapp. Knapp. Weißt du, wenn wir so um die 1,30 kommen, dann würde ich sagen, das ist eine Ver Was machst du denn? Das ist eine verdammt gute Zeit. Aber mal gucken, ob es gereicht hat. Auch wenn wir jetzt ausscheiden sollten, dann wenigstens eine gute Platzierung. Wir sind auf PC. Wir sind auf PC. Ich habe so dieses Gefühl, ja, dass diese Runde nicht so gut wird. Ich glaube, das wird PC dann auch am Ende bleiben. 1,30. Wobei, jetzt besser als Leclerc, könnte eventuell doch noch gut werden. Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen P9. Blick auf unsere Top 3. Bottas, Hamilton und Daniel Ricciardo. Mit dem Ende P9, des das ist eine gute Qualifyings sind wir gespannt. Voraussetzung fürs Rennen und da sehen wir uns gleich wieder. Hallo und willkommen auf dem Circuit Paul Ricard, der derzeitigen Heimat des französischen Grand Prix. Dieses Event geht bis ins Jahr 1906 zurück und wurde über die Jahre an vielen verschiedenen Orten ausgetragen. Berühmte Momente aus Dijon und Manicourt kommen in vielen Zusammenschnitten der Formel 1 vor. Hoffen wir, dass wir da vor dem heutigen Rennen auch ähnliche Szenen sehen werden. Der Circuit Paul Ricard ist eine 5,79 Kilometer lange Strecke, die 40 Kilometer östlich von Marseille liegt. Die Rennstrecke zählt insgesamt 15 Kurven, 6 linke und 9 rechte und besitzt eine riesen Überholmöglichkeit in Kurve 8. Die heutigen Spitzengeschwindigkeiten sollten sich irgendwo bei 330 km/h einpendeln. Das wird auch ein Heimrennen für unseren Renault-Motor. Also mal gucken. Da sind wir mit der 37. Wir versuchen natürlich unser Bestes. Starten von P9. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Und wir Aufstellung gucken der uns den Fahrer Rest nach an. einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Valtteri Bottas hat gestern gute Arbeit geleistet, denn er Maschine. startet von der Pole. Und daneben steht Lewis Hamilton. Im Rest der Startaufstellung haben wir Ricciardo, Verstappen, Lando Norris und Perez. Sainz, Vettel, die Todesfee und Charles Leclerc. Gasly, Stroll, Fernando Alonso und Ocon. Tsunoda, Raikkonen, Antonio Giovinazzi und Guan Yu Zhou. Russell, Mick Schumacher, Mazepin und Nicolas Nicolas Latifi.
Dieser Grand Prix ist ein Heimrennen für unseren Motorlieferanten. Lass uns ein spannendes Rennen für sie fahren. Jo, so. Warum? Wir nehmen die Strategie. Wie das so, weil wir gegen Ende schneller wären. Ja, doch, wir nehmen die. Okay. Ich bin sehr gespannt. Wie immer. And lights out, here we go. Oh, Alter, ist das ein schlechter Start. Alter, ist das ein schlechter Start. Leck mich am Arsch. Alter, ist das ein schlechter Start gewesen. Nicht Vettel töten, danke. Hashtag Torpedo, Alter. Wir kennen keine Freunde, beide McLarens noch eingeholt. Ja, aber unser großes Problem ist natürlich Top Speed. Den haben wir nicht, weil wir einfach ein zu schweres Auto sind. Und dadurch könnten wir... Ah, Kacke, schlecht genommen. Ab Runde 3 harte Probleme bekommen, da wir das drittschlechteste Auto haben. Ne? Aber vor Haas und vor Williams kommen ja direkt wir. In der Theorie, versteht sich. Alter, warum ist das denn so schlecht? Eieieiei. Krass, wir sind Q5 noch und harte Geschichte. So, wir kommen hier rechts vorbei. Da ist eine riesengroße Fahrzeugschlange, die natürlich nur darauf wartet, dass sie Fehler machen. Ja, tendenziell kämen wir dann noch ein bisschen schneller gewesen als der McLaren, als Daniel Ricciardo. Der natürlich auch Bock hat, der sich beweisen möchte. Der in echt ja bisher noch nicht so gut abschneidet. Ja, aber in der Simulation will er natürlich zeigen, dass er immer noch ein Top-Fahrer ist. Und wir kommen da richtig schlecht von der Kurve raus und Daniel Ricciardo hat Bock. Die Lücke zu Perez ist mittlerweile verdammt riesig. Wir behalten hier noch die Oberhand. Wichtig und richtig. Und wir kommen da wieder ein bisschen raus. Das ist... Die Anspannung ist... Die zerrt mich so ein bisschen auf. Die ist halt verdammt anstrengend. Da irgendwie was auszurichten. Die Reifen sind bei 36%. Wann ist der Boxenstopp? Runde 5. Oha. Okay, da kommt Lando. Konzentrier dich, wir müssen dranbleiben. Der ist auch einfach viel schneller als wir. Da ist Vettel und die ganzen Ferrari-Kolonne. Ja, ich muss sagen, der dritte Sektor, das ist so ein Sektor, den wir bisher noch gar nicht gut beherrschen. Der da drin wird noch ziemlich schlecht. Vettel versucht, Vettel scheitert. Aber nicht zu früh freuen. Sebastian Vettel darf man niemals unterschätzen. So, hier wieder eine gerade der DRS und jawohl, zieh dann. Der Aston Martin ist weg und erklärt auch DRS und will uns auch noch. Kriegt uns aber nicht, wir bleiben hinter Sepp. Nehmen uns gut mit.
was hier für Reiter kommt. Und ich kann nicht, verstehe nicht, was ich bei dieser Kurve immer falsch mache. Ich weiß es echt nicht. Geh mal nicht auf den Sack mit hier, wirklich. Piss dich. Die Strecke ist frei. Grüne und da ist auch noch Carlos Sainz, das ist eine ganz, ganz üble Kiste. Wo geht's nur das raus? Und der ist klappt darauf. Ja, das ist halt kacke. Das ist halt so eine richtige Topspeed-Strecke. Und wie ihr euch jetzt sicherlich schon zusammenreimen konntet, haben wir kein Topspeed. Und wir sind halt scheiße langsam. So, Ding ist das. So, Vettel. Abstand zum Auto vor dir beträgt 1,5 Sekunden. Schwierige Kiste. Los, gute Sache, Alter, diese Rauchentwicklung. Läuft bei uns auf jeden Fall. Noch ein Boxenstopp. Achtung, Achtung. Armer Carlos. Armer Carlos. Und wie ihr da unten lesen könnt, ja, dann scheint es eher ist ein Problem. Finde ich auch ganz geil. Nehme ich gar nicht. Gut gemacht. Super überholt. War vielleicht ein bisschen hart, aber hat funktioniert. Gut, er muss da gerade frech dran vorbeigekämpft. Aber es war gut. So, gut. So, Nikolas. Sie haben eine Art mechanisches Problem. Ja, das juckt mich nicht. So, Nikolas. Ich schleich mich mal rein, ja? Danke. Fabiat, rustikal, aber erfolgreich. Das ist unsere Formel. So, die gehen alle in die Box. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit harten Reifen weiterfahren. Rechne mit etwas Regen in ungefähr 10 bis 15 Minuten. So, Boxenstopp again. Mal gucken. Ja, mal gucken. Was danach dann passiert. So, und jetzt geht's. Sehr schön. Ich finde immer krass, warum das da so eine krasse Reifenentwicklung ist. Sei gut zu diesen Reifen. Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Okay, jetzt heißt es auf ins letzte Drittel. So, Teamkollege.
Kriegen wir dich jetzt schon? Doch. So, ich gehe jetzt in die Box, hol mir neue Reifen, weil ganz ehrlich, das ist eine... Nee, das mache ich nicht. Auch wenn du noch kaum zu fahren ist, das macht einfach keinen Spaß. Fertig, los jetzt! Das macht so einfach keinen Spaß und ich glaube mit dem Intermediate jetzt... Komme ich am Ende doch besser von weg. Weißt du, ich weiß, dass ich keine Punkte mehr. Ich weiß, dass ich keine Punkte mehr kriege. Das ist mir bewusst. Aber wenigstens weiß ich, okay, ich kann so entspannter fahren. Zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Und das ist es mir wert. Warum ist der denn jetzt auf einmal so schnell? Lass es doch aus. So, eine Frau Wasser abgesetzt. Ich kann sagen, glaube ich, am Ende. Ich habe alles richtig gemacht und das ist das Schöne dabei. Es gab einen Zwischenfall mit Trümmerteilen auf der Strecke. Zum Glück haben die Marshals alles rechtzeitig wegräumen können. Und es gibt keine Pläne für ein Safety Car. Kimi Räikkönen ist aus der Session ausgeschieden. Aha. Da ist Giovinazzi, da ist Giovinazzi, da ist Giovinazzi! Komm. Schleichen uns mit an ihn, mit den Curbs vorbei. Holen uns P10. Und Ladies and Gentlemen, das sind die ersten Punkte in dieser Saison. Oh, das ist der erste Punkt. Das ist der erste Punkt. Wir hatten am Ende noch sehr viel Glück, denn Sergio Perez und Kimi Räikkönen sind beide ausgeschieden. Und dadurch konnten wir uns diesen Platz dann am Ende noch erkämpfen. Benzin fährt hier heute einen großartigen Sieg an. Mit den Intermediates. Ja. Konnten noch ein bisschen Racing zeugen am Ende. War natürlich mein Ziel. Das Wichtigste war wahrscheinlich, dass er sich aus. Ah, halt auch dein Mordo ist Hamilton hat gewonnen. Hamilton ist es. Nein. Es ist großartig, das Team wieder einmal auf dem Podest zu sehen. Pierre Gasly ist Zweiter. Alonso ist Dritter. Ja, was ist denn das für ein Rennen gewesen? Bitte was? Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Lewis Hamilton übernimmt die Führung in der Fahrerweltmeisterschaft.
Kommen wir zum Fahrer des Tages, Stefan Römer. Wer ist dein Kandidat? Ich finde, das ist ein Hamilton wurde Erster. Dann Gasly. Dann Alonso. Bottas, Verstappen, Ocon, Alpine, Junge. Ja, ihr seid mega krass. Ich hab's verstanden. Junge, Norris, Vettel, Ricciardo. Ja, erster Punkt. Mashallah. Giovinazzi, Q, Sainz, Russell, Schumacher, Latifi, Raikön ist raus. Junge, Perez ist raus. Latifi, Stroll, Leclerc, Tsunoda. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns krass. Beim nächsten Mal. Das ist heftig. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Fahrer sind ausgeschieden in diesem Rennen. Das wird teuer, Junge. Ja, Platz 10. Ist eine gute Sache. Das war dann der erste Punkt. Hamilton ist übrigens wieder Tabellenführer. Ja. Platz 8. Immer noch. 29 Punkte auf AlphaTauri. Ein Ding der Unmöglichkeit. Gut, dann bedanke ich mich recht herzlich, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst ein Like, ein Abo oder ein Kommi da, ja, wie ihr wollt. Und dann würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge sehen. Bis dahin, haut rein, bleibt gesund und ciao.